Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Happy Halloween Event Video 2023. Wir befinden uns hier in Colo Springs. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Vor allem einberechnen, dass ich danach noch die beiden Trucks pimpen möchte. Longview, Texas. Boah, zeitlich gesehen 800. Zeitlich gesehen passt das sogar. Hätte nicht gedacht, dass der oberste sogar der passendste ist. Da fahren wir sogar nochmal durch Texas, aber wahrscheinlich eher so bei Nacht mal wieder. Aber it is what it is. Anderthalb Stunden habe ich, das wird ungefähr, das sollte passen. Würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag mit und fahren nach Longview, Texas. Okay, here we go. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle haben wir gerade? Okay, wir bleiben bei der 1,2 Millionen. Wie gesagt, das Geld ist echt komplett irrelevant. Komplett ist es vielleicht übertrieben, aber weitestgehend irrelevant. Get ready to turn left. Turn left. Stay right and then continue straight. Was ich bestimmt auch hier im Laufe der Zeit mache, dass ich irgendwann alle Garagen besetzen werde. Einfach für so alles auf höchster Stufe. Aber das ist ja nicht ganz so wichtig. And then turn left. Turn left. Warum muss denn jetzt wieder die Sonne rauskommen? Also es ist ja alles schön und gut, dass die Sonne rauskommt, aber nicht, wenn ich eine Nachtfahrt machen werde. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Stunden war das nochmal, Stundenfahrzeit? Kommen wir auf die 300 Stunden? Wir werden es sehen, ob wir rechts halten. Ach, hier sind wir. Ich erinnere mich wieder, als wäre es gestern gewesen. Ja, es war ja gestern. Go straight. Stay right and then turn right. Wir können auch rechts einfach so abbiegen. Right. Kommt ja auch nichts. Ist doch noch ein ganz schönes Stückchen dahin. Wo auch immer wir nochmal herfahren, aber wir fahren mal wieder nach Walbert. Wer hätte es kommen sehen, dass wir wieder Walbert anfahren? Fast, du warst schon zu früh los. Ah, von Selgoz fahren wir. Okay. Stay left and then turn left. Turn left. Ja, mach ich. Und eine Sache, die ich mir glaube ich jetzt so, nachdem ich mir so mich so ein bisschen informiert habe. Zum einen, was als nächstes kommt an Map-DLCs und zum anderen, was in dem Ganzen alles so erscheint, was es alles so mit sich bringt. Wenn ich, glaube ich, wirklich mir versuchen, die Zeit zu nehmen, neben ETS 2 ein bisschen ein paar Aufträge zu fahren, die halt quasi kein Halloween-Event sind. Um einfach die ganzen Frachten und was auch immer alles jetzt schon in Game ist an
an einer Industrie, Firmen und so weiter. Und an Frachten einfach um. Oh Gott. Wenn man einmal zu lange kurz nach rechts schaut. Dann wollen wir mal. Damit ich das auch erlebe und dann mich viel mehr dann auch auf das Neue konzentrieren kann, was dann in Kansas DLC auf uns zukommt. Really? Geht ja gut los, ne? Man merkt, ich bin erst in einer Stunde wach. Wobei, wie lange war ich gestern wach? Ich glaube, als ich gestern angefangen habe, die ganzen Sachen zu machen, war ich, glaube ich, halbe Stunde, vielleicht länger wach. Take the second exit. Recomputed. Okay, let's find rerouting. Finding new route. Stay hoppla. Right and then turn right. Turn right. Ich muss zugeben, ich habe mir noch nicht alle Blogposts zum Kansas DLC angeschaut. Aber ich bin, sagen wir mal so, ich bin bis zum Blogpost gekommen, wo es dann um die Railroad-Industrie ging. Ich weiß, ja, doch, Railroad-Industrie. Und ja, also da kommt ja schon einiges Cooles auf uns zu. Auch was die Railroad betrifft, dass man, also es in Kansas dann ein Depot geben wird, wo man hinliefert, oder wo wir quasi hinliefern können oder Frachten abholen können, wo reger Zugverkehr herrscht, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss. Aber hier schon mal sehr gespannt, wie es umgesetzt werden wird. Ach ja, da werden noch coole Sachen auf uns zukommen auch. Ich finde es auch mal super. Ich muss sagen, ich finde die Blogposts ja sehr spannend, weil auch sehr viel auf die Geschichte eingegangen wird. Kannst du mal schneller fahren, bitte, danke. Okay, ab nach Pueblo. So, das zum Beispiel ist halt eine große, also Flugzeuge und so weiter werden, also die Luftfahrtindustrie, die wird eine große Rolle spielen. Im Kansas DLC. Und unter anderem gibt es auch eine, zumindest von der Historie, ich meine auch sogar in-game ist dann quasi eine Car-Manufaktur auch implementiert und integriert, die halt vorher angefangen hat als Luftfahrtindustrie-Manufaktur. Ja, okay, 14 Stunden. Na, ich glaube, 300 Stunden knacke ich nicht. Naja, immerhin knapp. Und gepennt muss vorher auch noch mal kurz werden. Ja, und hier die Landschaft, wir müssen reingehen. Also ja, ich freue mich schon auf die Fahrten zu Flughäfen. Zur Salzmine, beziehungsweise zum Salzdepot, also
Was war das nochmal? Welche Stadt war das nochmal? Ich hab's vergessen, verdammt. Ja, ich komme auf den Namen nicht. Vielleicht. So gehen wir mal vorher raus und schreibt das Ding jetzt irgendwie hier rein. Aber die wurde auf alle Fälle herausgefunden, dass unterirdisch Salz viel Salz, große Salzgehalt hat und viel Salzdeposits gibt. Salzvorkommen, das ist das deutsche Wort, meine Güte. Und dadurch kann man sowohl wichtige Dinge für die Salzgewinnung als auch Salz abholen. Und die Farmindustrie spielt auch eine große Rolle, was ich bisher schon lesen konnte. Ich war noch nicht beim Farming Industry Blogpost. Aber Farming und auch vor allem die Viehwirtschaft spielt eine ziemlich große Rolle. Zum Beispiel ist auch der weltgrößte Getreidefahrstuhl liegt in Kansas und wird auch integriert. Aber da kommen sehr, sehr viele geile Sachen auf einen zu. Da freue ich mich schon drauf. Deswegen, ja, ich, ja. Deswegen wäre es ja echt am optimalsten, wenn ich meine Urlaubsliste möglichst schnell abgearbeitet bekomme, dass ich möglichst schnell, was ist möglichst schnell, dass ich zumindest möglichst viel Zeit habe, um ETS 2 massiv vorzuproduzieren. Aber ich versuche mein Bestes. Ich habe gestern leider nur ein Video geschafft zu rendern. Da habe ich halt auch wieder so viel Zeit verloren, was das betrifft. Aber gut, es ist halt wie es ist, ne? Muss ich mal schauen. Das Problem ist, ich komme einfach überhaupt nicht mehr hinterher mit Sachen gucken, die ich bei YouTube noch zu gucken habe. Was halt auch immer so eine Stunde Videos aktuell gerade sind. Gut, was ja jetzt täglich neu hochgeladen wird an Arc Ascended Videos. Ich bin ja schon auf 65. Dazu kommen auch noch diverse andere Sachen, also eigentlich, ich hinke gefühlt 3 Monate zurück, also 3 aktive Monate, wo ich am gucken bin. Ja, da ist es dann auch nicht besonders hilfreich, dass ich dann die Zeit, die ich dann habe, wo ich gerade keine Streams zu schauen habe oder schaue, dass ich dann jetzt nochmal hier die Zeit nochmal verplempere, in Anführungszeichen verplempere oder nee, die Zeit investieren muss. So formuliert ist es eigentlich richtiger. Fürs Bearbeiten der Videos. Ich bearbeite sie, indem ich sie nicht so quick edit mache, sondern mir schon von A bis Z anschaue. On the run bearbeite. Na, vage oder nicht vage? Das ist hier die Frage. Stay left. Scheinbar gab es nicht mal die Auswahl dafür. Okay, jetzt ist es dunkel und die Sonne ist immer noch im Schein.
Und das Problem ist, weil die Sonne so schwer untergeht heute vor allem, aktuell, ist die halt schon, perfekt auf der falschen Höhe. Aber gut, in ETS 2 sind die Fahrten ja nicht allzu lang. Da sollte ich eigentlich einen großen Puffer aufbauen können. Also sind prinzipiell nicht allzu lang. Also wahrscheinlich eher so im 50-Minuten-Bereich Maximum. Da wir halt ja so auf Minimum haben von 200 Kilometern. Und natürlich auch noch die Limitation, dass eine der Schatten doppelt aufkommen darf. Oh verdammt. Ich muss raus. Stay right and then exit right. Ah, ich glaube, wir dürfen Platz haben, naja. Exit right. Boah, gerade so. Gehen wollen wir raus. Ich habe mir noch gar nicht die Strecke angeschaut. Wie viel fahren wir denn? Okay, wir fahren eher Freeway. Über Amarillo, dann weiter Freeway. Eigentlich Freeway bis Fort Worth. Und dann der restliche Abstand nach Longview ist dann eigentlich. Ne? Dingens. Interstate. Sogar Stoppschild. Wie passend. Freie Bahn, ja. Sehr gut. Oh, ich glaube, es ist ja eher wirklich Freeway und nicht Highway-mäßig wie in Texas. Diesen Streckenabschnitt sind wir ja beide schon gefahren. Tanken werden muss ich wahrscheinlich nicht mehr, aber alles andere. Also schlafen. Ich sag wieder so ein bisschen schade, dass es eine Nachtfahrt ist, aber okay. Ist zumindest dann die Dateigröße nicht allzu groß und dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum zum Bearbeiten. Jetzt ballert die Sonne richtig rein. Ich will es einem nochmal zeigen mit 9 Grad draußen. Vielleicht werde ich nochmal schauen, ob man es herausfinden kann, was so der Anteil an LKWs ist, oder der Truck-Anteil quasi, der registriert ist in Kansas. So, ob beispielsweise jetzt der Peterbilt 389 am meisten vertreten ist oder so, dann würde ich den quasi. Oh, nutzen fürs Cruising Kansas Event, was irgendwann, wenn es da draußen ist, passieren wird, erscheinen wird. Einfach quasi so um das so ein bisschen zu representen. Das Geld haben wir, das ist ja nicht das Problem. Aber das wäre jetzt so mein Gedanke, einfach so. So für den Spaß für zwischendurch.
Obwohl wir mal. Und da sind wir bei 15.000 Meilen angekommen, haben sich überschritten. Meine Güte, ist aber jetzt eine Schleiche hier. Also ich, ja, ich gehe mal voraus, dass wir diesen Weg gefahren sind, weil halt Mitch davor ist und so auf und weg war und das kann ja in dieser Strecke gewesen sein. Das kann ja nur Highway 64 oder bei. Nee, gar nicht wahr, wir waren ja noch gar nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Wie kann das denn sein? Okay, wir waren doch hier, never mind. Halt die alte Bucht war schon ein bisschen verwirrend. Runter auf 40. Wer weiß, empfohlen, das mit 30 hier abzubiegen, Kurve zu nehmen. Das ist nicht mehr empfohlen. Wenn ihr keine Stadt durchfahrt. Mal links. Go straight. Die hat sich ja schließlich auch ein bisschen festgefahren dort vorne. Na, überschaut er ja noch rechtzeitig. Ja. Sehr gut. Lassen wir ihn mal ein bisschen beschleunigen. Wenn wir ein bisschen Abstand haben. War wirklich schon hier. Muss ja. Irgendwie. Ist jetzt blöd, ne? Der wäre es jetzt vielleicht, habt ihr recht, der ist schneller, oder? Oder sind die beiden gleich schnell? Ich glaube, der rechte ist schneller. Wirkt sehr stark danach. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier rechts einschätze oder nicht. Oh, jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Interessant, wie jetzt beide KI schneller sind als ich. Also klar, dass sie. Also ein bisschen einleuchtend, dass sie schneller sind, weil ich ja so viel mehr langsamer bin. Ich bin ja 5 unter dem Tempolimit, aber. Okay, jetzt pendelt es sich hier normal ein, dass der vordere ein bisschen langsamer unterwegs ist. Schon runter 55. Wahrscheinlich noch mal weiter runter. Go straight. 42. Noch mal runter auf 30. Go straight. Oh Gott.
straight. Dann ziehen wir mal weiter und auch an ihm vorbei. Ich muss aber glaube ich gleich rechts einschneiden. Ich mach's schon mal jetzt, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich rieche schon die Fahrbahnverengung. Ich will hier so ein ordentliches Stop and Go bis Lakeview. War das Lakeview? Longview. Fast. Na klar. Nur wird die andere Spur enger. Es ist auch schon teilweise echt schön, so dass man nicht wirklich sieht, was man sehen kann im Dunkeln, aber nur die Lichter halt sieht. So wie jetzt in dem Fall. So, 60, 55. Für diesen Abschnitt, dann geht es gleich rechts ab. Ja, ist ja gut. Was sind wir? Also. Wissen wir gar nicht, wo wir sind. Also klar, wenn man auf den Schilder achtet, dann weiß man, wo man ist, aber. Irgendwas mit Du war das, glaube ich. Also. Mit Dann, mehr oder weniger. Aber ich bin ganz drauf geachtet. Turn right. Aber natürlich. Echt eine Stunde knapp. Eine Stunde unter den 300. Go straight. Also wir werden knapp unter 300 Stunden sein. Aber ja, das werde ich glaube ich echt machen. Dass ich dann irgendwie zwischen ETS 2 dann mal ein ATS-Video schiebe oder so. Wo ich dann einfach so umher gurke. Also nicht einfach so, aber wo ich halt normale Frachten mache und keine Halloween-Frachten fahre. Einfach um alles, was bisher schon in-game ist, so ein bisschen zu erleben. Und ich glaube, ich werde das dann auch so machen, dass ich mich dann gar nicht so... Ja, jetzt lass mich doch. Immer so spät reagieren.
Stay left. Oh, 45. So, wieder ein bisschen Unterbrechung für mich. Oh, 35. So, dass ich schon wieder komplett alles vergessen habe, worüber ich gelabert habe. Das sind, glaube ich, wieder 10 Minuten vergangen. Ach, hier sind wir. Ich verstehe. Ich erinnere mich wieder. Ich muss gar nicht so wirklich Gas geben, da ist irgendwie wieder... Da will ich ja irgendwie wieder abbremsen müssen. Ich hoffe, dass die Unterbrechung mich jetzt nicht so richtig reingekickt hat. Vom Zeitplan her. Wir haben die Hälfte der Strecke noch nicht mal hinter uns, also... schwierig. Go straight. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr die Stunde Zeit, die ich haben wollte. Es sei denn, wenn wir es gleich ein bisschen... Ja gut, wir fahren nicht durch... Fahren wir durch Wichita Falls? Eher weniger. Genauso wie Fort Worth, da fahren wir auch nur durch, also... Ich denke mal, dass der Rest wird echt so smooth sailing sein. Hoffentlich. Nachdem wir erstmal die ganzen Ampeln hier durch haben von Amarillo. Mal fahren wir aber jetzt einen anderen Weg, oder? Wirkt zumindest so. Dass wir vorher gerade ausgefahren sind und dann... Weiß ich nicht. Stay right, then turn right. Stay left. Oder wir sind hier anders lang gefahren. Ich bin gerade. Scheinbar ja, wir sind scheinbar schon zweimal durch. Bei diesem Kreuz. Ich weiß gerade gar nicht, was nochmal das gelbe Schildgeber gesagt hat. Ich habe keins gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich auf die Karte geschaut habe. Tschüss aufs Navi. Hat gepasst, die Kurvenlage. Wechseln wir schon mal rüber. Da haben wir Lakeside. Ja, wir fahren nach Longview. Ah, nur Lakeside, nevermind. Komm ich. Jetzt auf Lakeside, obwohl ich ja Lake, wie du gesagt hatte. Wir fangen nach Longview. Und wo ich jetzt gerade so die Firma hier sehe, rechts neben mir, hier im Gelände, es gibt auch eine Batteriefabrik. Keines DLC. Okay, wir müssen noch rechts rüber. Dann halte ich mich mal links. Fürs Erste werden wir es nach Fort Worth geht.
Belastend. Schnell rüber, bevor wir die Wahl haben, die Möglichkeit haben. Die Wahl ist auch nicht schlecht. Ja, kann ich mich eigentlich schon nach dem Schlafplatz ausschalten. Mal das Lake, ja, das Longview eine Werkstatt hat. Ansonsten muss man nochmal ein Stückchen fahren, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, ob dem denn so ist. Ein neues Level könnte es geben. Ich meine, ich habe beim letzten Mal gesagt, wird es geben, aber da bin ich auch von 1200 Meilen ausgegangen. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob die 874 Meilen, die wir ja ungefähr gefahren sind, ob es die denn bringen werden. Notfalls können wir zumindest ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausfahren. Aber ja, zur Werkstatt müssen wir auf alle Fälle. Dann hau ich mich aufs Ohr. Eigentlich kann ich es ja prinzipiell jetzt schon machen bei der nächsten Möglichkeit. Getankt werden muss nicht mehr. Glaube ich zumindest nicht. Haben wir dann hier noch mal eine Raststätte? Wahrscheinlich eher weniger. Gut, wir haben die Maut, aber da wollen wir wirklich jetzt nicht. Ach. Ich hab's schon wieder gesagt. Mein Gott, es ist eine Waage. Es ist keine fucking Maut. Wir sind hier nicht in Europa. Meine Güte. Ich sag's wie es ist. Wenn ich ein ETS-Fall bin, sag ich Waage. Ich sehe es einfach schon kommen. Ich meine, klar gibt es Maut, also Toll Roads auch in. Oh, Toll Routes auch in Amerika und so, aber. Es ist halt einfach keine. Kein Tollgate. Kein Tollgate Booth. Es ist halt einfach eine fucking Waage. Sind halt weitaus vermehrt auf als Mautstraßen in Amerika. Ich weiß echt nicht, warum ich ständig Maut sage. Ja, belastend. Never mind. I'll find a new route. Auch spannend, so nah beieinander. Also, meine Barriere. Und Ampeln. Ach, Ampeln. Lampen. Meine Güte. Wortfindungsstörung Deluxe. Ey.
dieses andere Deluxe. 40. Runter auf 30 vielleicht. Ne, aber wir werden jetzt hier länger stehen. Nicht nur eine Ampelphase. Eine Rest Area ist sogar in der Nähe. Also in der Nähe ist ein dehnbarer Begriff, aber die nächste ist schon auf der Karte zu sehen. Die nächste Rest Area, dann werde ich mal mich dann dort auch rausfahren und aufs Ohr hauen. Go straight. Und dann fahren wir den Rest dann am Tag. Eine Coffee Break kann ich mittlerweile auch vertragen, dank der Sonne. Die hat ganz gut die strengt ganz gut an. Sie ist nicht wieder da. Wir lassen mal die KI ein bisschen mehr beschleunigen. Bevor wir selber beschleunigen. Und schon sind wir mit demselben Tempo. Der kann hier hinterherfahren. Dann lassen wir zum Überholen an. Was auch wieder dumm ist, weil die Rest Area da gleich kommt. Ja, aber die Beschilderung für die Rest Area. Und der Kollege ist, ja, da geht's neben mir. Dann fahren wir halt nicht raus. Dann fahren wir die nächste raus. Falls es sie gibt. Ja. Ist dann halt so, ne? Gibt's hier noch eine? Bestimmt. Also wie gesagt, ich muss ja sowieso pennen. Ich hätte jetzt eher gesagt, mal ein bisschen früher, aber okay. Sonnenaufgang. Die ja da vorne zu sehen ist. So leicht. Was machst du denn hier vorne? Kannst du mir für eine Spur entscheiden? Okay, wir erreichen gleich Wichita Falls. Dann darf die KI uns auch wieder überholen. Hat ja lange dann noch gedauert. Wobei er sogar ziemlich knapp ist. Was, die 300 Stunden betrifft. Je nachdem, ob Longview eine Werkstatt hat und wo sie ist, könnte das sogar mit den 300 klappen. Knapp, aber klappen. Ich würde davor wirklich nicht unbedingt rausfahren, so ist es nicht, ne? Also,
Vielleicht kommt bei nach Wichita Falls noch eine Schlafmöglichkeit. Wäre ja begrüßenswert, ne? Also sonst muss halt jemand raus. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Wichita Falls. Stay right. Schon mal runter auf 60. Aber gerade nicht gut aus, was die Schlafmöglichkeit betrifft, abseits Wichita Falls. Zumindest noch nicht. Weiterhin mit 60 Meilen hier entlang. Ah, okay, da kommt eine Schlafmöglichkeit nach Wichita Falls. Stay left. Was ja auch was hätte, wenn man der weder Navi im Truck hat noch Handy Navi und so. Einfach mal um den Navi zu fahren. Nach Schildern. Hätte ja auch mal was, ne? Stay left. Texarkana, okay. Und nochmal 5 Meilen mehr, die wir fahren können. Ja. Rest Area confirmed. Grainesville. War das Grainesville oder Gainesville? Ich glaube Grains. Nee, Gains. Hat der schließlich auch nicht das größte Crane Silo mit Elevator der Welt. Gut, es war auch nicht Grainesville, aber Luftballon, der aufploppt. Luftballon. Ja, ein Luftballon ist nicht ganz. Ein bisschen mehr als ein Luftballon. Ein heißer Luftballon. Würde mich auch nie reinsetzen. Wie gesagt, niemals nie und so, ne? Aber niemals freiwillig. Finding new route. Schöne kleine Raststelle. Auch ganz schön eng. Ungewöhnlich eng. Dann mal hinlegen. Und wir fahren so wie in die Nacht hinein. Super.
Hier muss ich nochmal tanken. Ist dann nochmal ein bisschen eng geworden hier. 3 Stunden Fahrt, wir kommen 10 Uhr an. Warbird könnte beleuchtet sein. Beschleunigung wieder auf 75. Da haben wir den Wassertower von Fort Worth. Ziemlich massiv. Ich glaube, ich muss dann nochmal tanken. Ich glaube, ich tanke auch nochmal voll. Sicher ist sicher. Wobei ich tanke. Ja, ich tanke nochmal voll. Und zwar nochmal wahrscheinlich 20 Gallonen mehr später im Tank, aber. Also mehr Kapazität. Nicht im Tank, sondern quasi leer, aber auch hier möglich dieses Autobahnkreuz quasi zu beliefern, das ist das Interstate-Kreuz zu beliefern, dass es ausgebauter wird. Mit World Fast Event, also eigentlich die Möglichkeiten über solche dynamischen Sachen sind echt stark gegeben. Ist es schon ausgeschildert? Nein. Immer noch Waco. Gut, dann ist Longview nicht mehr weit. War eine Abfahrt mehr oder weniger Richtung Dallas. Okay. Stay right and then exit right. Na klar. Exit right. Die 40 vielleicht eher so fürs Reinkommen. Noch eigentlich eher weniger, würde ich sagen. Wird auch bei der Ausfahrt 40 Free Ramp angemessen. Na, wobei. Das passt doch. Stay left. Zeitlich passt das sogar noch. 4 Stunden habe ich noch. So gesehen. Eingeplant. Nach Plan. 15 Minuten habe ich noch nach Plan. So. Passt. Ich werde dann gleich im Anschluss. Stay left. Nochmal kurz. Das Spiel neu starten, nachdem ich bei worldoffucks.com gewesen bin und dass die Dingens bekommen genommen habe, genommen, ja, dass ich die äh,
die Belohnung eingesammelt habe. Und dann werden Trucks repariert oder getuned. Aber ich fahre schon mal hin, so ist es nicht, ne? Aber ja. Stay left. Na klar. Richtung Houston. Machen wir nicht. Diesmal nicht nach Houston fahren. Denn wir fahren weiter raus. Weiter gehen Osten. Richtung Lakeview. Longview natürlich. Kann sein, dass Lakeview oder Lakeside oder whatever. Aber vor allem Lakeview, dass das halt irgendwie aus einem Dark Picture Game ist. Und dass ich deswegen einfach ständig Lakeview sage. Aber ich glaube, eine Werkstatt wird Longview wird das haben, nicht Lakeview, Longview. Eine Werkstatt haben. Auf Longview eine Tanke hat. Werden wir vor Ort sehen, würde ich sagen. Meilen nur noch. Und nochmal eine Inspection Station. Eine City Inspection Station. Ist das aber kein Äquivalent zu einer Waage, oder? Oder wahrscheinlich schon. Mach das mal. Ich lasse mich währenddessen wiegen. On the fly. Ist gar nicht mal so wenig Platz zum Gas geben. Mal schauen mal, wie viel Miles per Hour wir jetzt auf die Interstate wieder kommen. Na, 45 ist doch ganz in Ordnung. Ist doch eine Geschwindigkeit, mit der man arbeiten kann. Können wir fahren? Könnten wir fahren? Würde mal so formulieren. Jetzt haben wir hier Lindale und Tyler. Und dort haben wir Longview. Longview ist sogar eine größere Stadt. Mit einer Tanke. Und aktuell sehe ich noch keine Werkstatt. Hier sehe ich einen Tyler. Fahren wir halt nochmal nach Tyler und decken Tyler auf.
wenn dem denn wirklich so ist mit Longview. Aber aktuell sieht es danach aus. Da haben wir auch Longview mittlerweile ausgeschildert. Kommen wir auf alle Fälle auf den 300 Stunden. Wenn wir nochmal nach Thailand müssen. Meilen Longview haben zumindest einen Händler, so oder so ist es nicht. Immer eine Drivers Agency mindestens. Aber sieht nicht nach einer Werkstatt aus. Stay right and then exit right. Erst auf mal in Longview, The Lone Star State, 12 von 30. Get ready to turn left. So ein Ding ist das wieder hier. Turn left. Also Text ist ja auch schon teilweise echt richtig, okay, es gibt eine Werkstatt, richtig verrückt, was... was Abfahrten und so betrifft. Einfach zweispurige Abfahrten. Oder einspurige Abfahrten. Mit Gegenverkehr. Mich links halten? Schon. Wahrscheinlich. Go straight. Dann haben wir hier einen International Händler. Nee, doch. Oder? Ja, doch, International. Ist ja treffend, dass wir auch einen International haben. Ja, man merkt, er fährt leer, der Peterbilt. Stay left, and then turn left. Na klar. Turn left. Hier schon. Müssen denn hin? It was a nice ride. Da rein, okay. Dann wollen wir mal hier rein. Ja, schon fast anderes übrig mehr als so. Thank you.
Mission stecken bleiben. So, ich habe mich schon stecken bleiben sehen im Gras hier vorne. Dann laden wir mal die letzte Fracht des Halloween 2023 Events ab. Ausgezeichnet Halloween Treats von Colorado Springs nach Longfield geliefert, Gefahrenstrecke 875 Meilen. Dauer 1,5 Stunden, 138 Gallonen Verbrauch, das war der 128. ATS World of Trucks Auftrag. 67.000 gab es dafür, 1.800 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Und dementsprechend kriegst du aber hochwertige Fracht. Neue Ausrüstungsteile. Schon mit dem Haken. Gut, ein bisschen Seidenverkleidung, Lack und so. Und hier die Supernova Radkappe. Ja. Abgeschlossen. Happy Halloween Event. Dann. Ups, wir haben Lakeview, Longview, meine Güte, hier. Und dann geht's eben hier zur Tanke und danach zur Werkstatt. So, 13 Minuten noch, dann ist die 300 Stunden voll. Turn left. Wollen wir das noch schaffen? Ich weiß nicht, ich glaube ganz knapp nicht. In Realität wäre es so gewesen, dass ich 300 Stunden habe, aber halt nicht, ich habe halt nicht zu Beginn es zurückgesetzt, deswegen ist es nicht geschrieben. Deswegen steht es nicht im Infoboard. Und hier geht es ein bisschen früher voran. Ja, hier wollte ich gar nicht lang. Eigentlich. Aber bleibt mir nichts anderes übrig mehr. Hat keiner gesehen. Oh mein Gott, dann noch in eine falsche Richtung. Okay, 341. Super, einmal vollgetankt. Machen wir den W-Punkt nochmal weg. Und fahren kurz gegenüber. Nach dem von Zwergus fahre ich mal. Ich komme mal schnell raus und dann sind wir beim International Händler. Dann
Schau ich mal kurz das Spiel neu. Dann wollen wir mal den Truck reparieren und tunen. So, Wartung, oder zumindest gucken, was Neues so ist. Oh, glatt 400. Hinten. Guschim, es gibt ja jetzt den Sleeper RR. Fahrwerkmäßig ist es auch noch möglich. Sieht hier schon mal ganz anders aus wieder hier. Motor ist der beste schon drin, verdammt. Getriebe auch. Standard Gray. Ja, schon mit Holz ein bisschen unten, würde ich sagen, ne? Ja, doch. Nehmen wir mal das. Ja gut. Kann man ja schon fast hier beibehalten, allerdings, ja doch, ich würde sagen, kann man schon fast, ne? Gucken wir mal. Das Wild Western Pack. Hab's auch noch nicht gesehen. Das hat ja auch was mit Apollo 11. Ja, mal einfach das. Einige der Paints habe ich auch noch gar nicht gesehen, deswegen habe ich mir das ein bisschen nicht geschaut. Gut, alles. Dürfte hier geblieben sein, da wird ja nichts Neues dazugekommen sein. Weitestgehend zumindest. Soweit ich mich erinnere, außer halt jetzt hier an der Seite. Ist das noch mit Lack? Aber wenn schon Lack, gut, Level 28, gibt's da noch mal ein bisschen was. Okay, an der Seite waren die Beacons. Ah. Muss nicht sein.
Ich würde sagen, dann belasse ich es auch erstmal. Gab es da noch nicht so viel Neues dazu? Also, ich meine, er ist ja schon eigentlich komplett voll. Das Einzige, was ich noch anpassen kann, ist halt höchstens Paintjob. Deswegen belasse ich es mal dabei. Machen wir ein Foto von und für 69.000 ist der Truck unserer. So werde ich ihn zumindest in nächster Zeit dann, wenn ich nochmal unterwegs bin, fahren. Ich dachte, ich hätte sogar noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Tankvolumen reinzupacken, aber dem war scheinbar nicht so. So. Dann würde ich sagen, switchen wir nochmal in den anderen Truck. So, International Lone Star. 500 PS. Weil wir können einfach so aufrüsten. Fahrhaus machen wir mal Skyrise. Ja. Geht ein bisschen was verlöten, aber dann haben wir schon zumindest schon mal das Beste vom Besten. Hoch auf 280 Gallonen. Oder Midlift. Ohne Midlift. Ah, machen wir mal Midlift. Dann ist der auch prinzipiell. Ist überhaupt ohne Midlift? Gäbe es sogar. Aber so sind wir auch für Schwertransporte, ne? Schwergut und unebenes Gelände ausgelegt. 605 PS, das stärkste am stärksten. Getriebe schon das richtige drin. Von innen, Classic, Diamond und Cherry. Diamond, okay. Black Cherry. Oh, nehmen wir Black Cherry, würde ich sagen. Wenn wir schon so einen haben, Operation Big Sur oder irgendwas in der Richtung. Das ist eher weniger halt nur höchstens. Das geht dem so am nächsten irgendwie. Deswegen würde ich schon fast sagen, nehme ich, wenn ich es wieder finde, das. Ja, Every Heroes, nehmen wir mal das. Vielleicht fürs Erste. Und gucken mal, was wir hier so machen können. Mit Sensor. Banner vorne, nee, danke. Standard. Dann nochmal Luftfilter mit Big Flares. Exhaust Duel 2 haben wir hier. Okay, wir haben Legal Chrome Tank nur. Lassen es doch bei Standard. Oder Chrome, der ist halt schon. Machen wir einfach mal Full Chrome dann halt.
Weitestgehend zumindest. Was haben wir noch hier? Hier oben biegen, das haben wir ja schon. Aber wenn ich es mit Paint halt ein bisschen nicer finde. Okay, dann ganz schnell schon sogar nach oben drauf. Standard oder exklusiv? Exklusiv. Das haben wir schon. Auch hier International hinten dran und dann eigentlich nur noch die Räder. Ja, ich würde sagen, das lässt sich sehen, oder? Das lässt sich, glaube ich, sehen. Wenn man davon einen Screenshot gemacht, dann würde ich sagen, gut, innen drin muss jetzt zwingend nicht was gemacht werden. Könnte, aber. Stimmt, was ich noch zeigen wollte, was es so gibt. Ja, aber jetzt war das Rocky Rodeo Jam, aber was es Event quasi gab, ist einmal die Spooky Spider. Und kriegen wir es so hin. Ja, nehmen wir mal ein Amateurbrett. Und packen dann da, wahrscheinlich so eher hier hin, Folgendes, wenn ich es finde. Dahin ein Plüschtier. Dann bezahlen wir das Ganze mal für 135.000, dann sind wir bei 1.074.000. Haben sie beide, sind sie beide stark, das ist sehr gut. Und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.